Hi zusammen, heute habe ich auch ganz neue Orakelform für euch, und zwar die Kärtchen mit den Engelnamen, die so ausschauen. Sei gespannt, jetzt orakeln wir mal zusammen. So, in der heutigen Botschaft geht es um Folgendes. Was sagen die Schutzengel zu dir? Heute habe ich mich auch deswegen für dieses Orakel auch entschieden, für die Engel. Und die Kärtchen sind ganz speziell gestaltet, wie du siehst. Die sind nicht quadratisch und nicht lang, sondern die sind lang in die Weite. Also ganz anders gestaltet. Eigentlich sehen diese Zeichen, diese Karten, ja, wie einfach mal ein Marker für das Buch. Aber wichtig ist, was da drauf steht. Die erste Karte habe ich für dich bereits bezogen. La Bezerin. Die Namen müssen dir auch nicht zugänglich sein. Ja, das sind seltene Engelnamen, die ich hier verwendet habe, von 500 insgesamt. Und La Bezerin ist ein Engel des Erfolges. Also deine Botschaft ist, du bekommst neue Erfolge. Das, was dich stört, ist deine Angst. Lass sie los und gehe voran. Ich gebe dir Kraft, so bekommst du Erfolg. Die zweite Karte, die ich bezogen habe, ist Leliel. Auch dieser Name ist nicht so gänglich. Leliel ist allerdings Engel der Nacht. Und zwar, fange deinen Tag mit Hoffnung an, dann wirst du dein Leben im Griff bekommen. Ich gebe dir Kraft dazu. Das ist deine Botschaft. Die nächste Karte ist Alemon. Auch seltener Name von einem Engel, aber er steht für Schutz. Das ist Engel des Schutzes und du genießt deine Unterstützung oder seine Unterstützung, besser gesagt, ab sofort. Und deine Unterstützung, die du von ihm bekommst, ist auf energetischer Ebene. Ich werde dich vor vielen Verletzungen körperlicher und seelischer Natur hüten, sagt er. Also fege deinen Kopf leer und schaffe Platz für neue Sachen. Du kannst echt neue Dinge beginnen und sollst dich auch dran trauen, denn die Zeit ist gekommen, wo du vieles Neues ausprobieren kannst. Der Abel, den Namen vielleicht hast du schon mal gehört. Das ist ein seelischer Engel. Und zwar, die Seelen kommen in den Himmel und werden von ihm gerichtet, sagt man. Der ist der Engel der vierten Himmels und der ist sehr stark in deinem Leben vorhanden. Du bekommst in den nächsten Tagen eventuell schon Botschaften, die dir weiterhelfen. Es kann eine Botschaft sein, es können mehrere sein. Erkenne aber diese göttlichen Aufgaben, also in diesen Botschaften, und erkenne deine göttliche Aufgabe. Auch du bist aus Licht. Also du bist natürlich spiritueller Mensch und sollst andere spirituell lehren sogar. Also du bringst die Menschen auch voran, aber du musst dich daran trauen. Einfach mal damit anfangen. Versuche einfach mal deine Zufriedenheit zu finden und entwickle dich weiter. Und mach auch andere zufrieden oder mutig. Die nächste Karte habe ich mit Lelahel. Lelahel ist Liebesengel, Kunstengel, Wirtschaft und Wissenschaft, alles steht hier bei ihm. Also, und alles, was aus dem Herzen passiert, kommt auch an. Deine Talente sind dein Geld, sagt die Karte. Du sollst echt schauen auf deine Talente. Und wenn du dich nicht für die Talente entscheidest, bist du eigentlich selber schuld. Denn deine Talente geben dir Sicherheit. Jeder Mensch hat verschiedene Talente. Du sollst vielleicht mal ein bisschen nachüberlegen, welche deine sind. Und wenn du nicht weißt, welcher Weg der richtige für dich ist, werde ich dir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sagte Lelahel. Die letzte Karte, und zwar, das ist auch ganz speziell, das ist eine Karte von Gradiel. Das ist die letzte Botschaft als Ergebniskarte. Ich bin der Engel der Planeten Mars. Lerne zu verzeihen, sei nicht verbissen, erkenne die wahren Farben des Lebens. Also mit dieser Botschaft ist deine Legung vorbei. Du hast ja auch vieles gelernt, vieles gehört. Engel begleiten uns ständig.
Und du sollst auch einfach mal diese Energie nutzen, um glücklicher zu sein oder glücklicher zu werden. Also Engel sind immer bei dir. Alles Gute für dich, dein Vadim. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und wenn dir das Video gefallen hat oder mein Orakel, dann teile das Video mit den Freunden. Alles Gute, ciao.